Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge und zwar zum LS22 auf der wunderschönen Italia-Map. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir angefangen hier, das schöne Heu zu wenden. Bei Regen ist natürlich nicht realistisch und vielen Dank für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare. Ich bin zurück von der FSL aus St. Gallen, war ja das letzte Event vor dem, vor der Weltmeisterschaft und wir sind weiterhin unterwegs hier mit dem Fendt One System und dem Vario hier, ne? Ne, das ist natürlich die Typenbezeichnung, 930er Vario und der hat natürlich das Fendt One ausgerüstet, ne? Das vielleicht auch nochmal kurz zur Erklärung. Ansonsten habe ich sehr viel Spaß. Wahrscheinlich habt ihr geschrieben mit den Ballen, wenn ich die fertig mache. Wir werden es erleben. Wir haben noch einiges hier an Gras zu wenden. Wir werden noch einige Bahnen ziehen hier und werden auf jeden Fall das Geld dann hier reincashen. Ansonsten ist nicht mehr lang. Dann erscheint auch in November dann, na gut, noch circa 4 Wochen oder 5 Wochen, denke ich mal, ab heute das Platinum-Add-on, ne, mit der neuen Map. Und am Donnerstag wird natürlich das große, grande Finale vom DFV abgeschlossen. Und dann ist da erstmal ein bisschen Pause. Und ansonsten haben wir hier auf der Italia und auch auf der Auf Bergmann, wo ich noch die Beta 2 vom Andi bekommen habe, jede Menge zu tun hier. Wir werden natürlich auch die ein oder anderen Aufträge hier in Italien machen. Wir werden auch natürlich im nächsten Monat dann unsere Felder ernten. Wir können mal kurz einen Blick drauf werfen. Nämlich im nächsten Monat wird wahrscheinlich der Mais ready werden. Das haben wir schon ausgesät, da sind wir schon soweit fertig. Und ansonsten geht es hier munter weiter mit jede Menge Folgen hier auf der wunderschönen italienischen Map. So. Wir gucken mal, Wetter ist natürlich recht schlecht, aber gut, ne? Wie gesagt, es ist halt so, im LS kann man trotzdem Heu machen, auch wenn es regnet. Ist vielleicht nicht das super realistischste, aber naja, ne? Man nimmt, was man kriegen kann. Der Auftrag bringt uns auf jeden Fall ordentlich Tatas in die Kassen und darum geht es ja hier auch, dass wir ein bisschen Geld verdienen, ein bisschen Spaß haben und das ein oder andere hier dann auch mal so durchführen, ne? So, wir gucken mal, von dem Auftrag bekommen wir 53.000 plus die Geräte, die abgezogen werden. Wir haben jetzt 20% vom Auftrag ready. Da muss das Ganze in Ballen gepresst werden. Die werden wahrscheinlich alle runterrollen. Leider gab es bei dem Auftrag keine anderen Fahrzeuge. Man hätte natürlich noch weitere Fahrzeuge mieten können. Quaderballen wäre, glaube ich, die bessere Variante gewesen, habt ihr geschrieben. Aber jetzt hier extra eine Ballenpresse zu mieten, weiß ich nicht. Das wird halt den Auftrag schmälern. Und dann bräuchten wir noch wieder einen Ladewagen dazu und, und. Ich glaube, das macht nicht wirklich Sinn. Deswegen nehmen wir das, was wir haben und versuchen mit den Dingen halt klarzukommen, die uns hier quasi gegeben sind, ne? Man kann es halt nicht ändern, ne? Es ist einfach so. Ja, neue Woche, neue Folgen zu Italia. Und morgen gibt es dann wieder auf Bergmann, immer wieder im Wechsel, ihr habt es ja schon mitbekommen. Was gibt es denn sonst noch Neues? Wenn man mal so kurz und knapp drüber guckt. Ich muss mal den Tank hier hinzufügen, den der Edo mir geschickt hat. Da gab es nämlich so einen schicken Tank, den der modelliert hat. Den werde ich dann bei Bedarf auch nochmal einbauen. Ach, guck mal, wir sind gleich schon fertig mit dem Wenden. Ich weiß nicht, müssen wir da hinten auch nochmal? Nee, guck mal, da hinten müssen wir auch noch hin. Das heißt, die anderen Reihen müssen wir da auch noch abschließen. Und dann holen wir uns die schöne Fermierpresse. Habe ich das Update jetzt hier installiert? Von dem... Ah, gute Frage. Werden wir gleich merken. Mit der Round Baler Extension. Ob ich die jetzt hier drauf habe. Damit die nicht anhält, die Presse. Damit die anhält, automatisch, so meine ich. Und dann den Ballen rauswirft und erst dann weiterfährt. Wir werden es merken, wenn wir dann anfangen, oder sollten wir heute anfangen, schon mit den Ballen zu pressen. Ansonsten, ja, werden wir jede Menge Ballen wahrscheinlich hier aus dem Tal fischen müssen. Leider, leider. Aber naja. Was will man machen, ne? Wir haben ja sonst nichts zu tun. Und das Ganze muss, wohin muss denn das überhaupt geliefert werden? Und zwar zu BGA. Das ist hier, ich guck mal gerade, wir sind ja hier in der Nähe vom Shop. Ah, da muss es hin. Und da müssen wir den Spaß dann auch abladen. Ich gucke mal, ob das alles soweit passt. Und dann werden wir in der nächsten Folge, denke ich mal, beginnen mit dem munteren Ballenpressen. Da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, wie das funktioniert. Und dann werden wir uns ganz viele Ballen quasi hier in den Hängen
ansammeln. Ne? Wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. So, sehr gut. Wir heben das Ganze mal aus, schalten das mal aus und fahren jetzt mal runter zu dem letzten Part. Oder habe ich hier schon alles fertig? Nee, guck mal, da müssen wir auch noch wenden. Da sind auch noch ein paar Reihen. So 2, 3, 4, 12 Stück. Natürlich wieder Lenkrad angeschlossen, wie immer. Ich muss mal die Hardware-Liste unten aktualisieren. Das werde ich irgendwann mal die Tage mal austauschen. Damit ihr da auch quasi up-to-date seid, ne? Was die Sachen angeht. So, sehr schön. Guck mal, jetzt fahren wir hier noch die Bahn. Dann haben wir hier noch das kleine Stück da vorne. Und dann sind wir auch schon fast fertig hier. Ist natürlich ein bisschen überdimensioniert, das Fahrzeug. Ein kleineres jetzt auch getan. Aber die Aufträge sind dann ab und an mal so vorgegeben. Da kann man da nichts gegen machen. Ne? Schön. Ach, die Ballen werden so runterkullern hier. Es gibt natürlich so einen Kipper. Ne? Den gibt es, glaube ich, auch als Mod. Den hätte man auch mit draufnehmen können, damit die Ballen halt ein bisschen besser fallen und nicht dem Hang runterrollen. Wir werden es erleben, das Drama um die Ballen. Aber gut, das macht das Ganze dann ein bisschen lustiger. Aber am Hang natürlich würde man eher die Rundballen drehen mit so einem kleinen Kipper. Da gibt es auch diverse Modifikationen dazu. Aber halt nicht mit der Fermierpresse, soweit ich da jetzt informiert bin. Aber wer keine Arbeit hat, der macht sich welche. So ist es zumindest manchmal. Und damit müssen wir halt klarkommen. Ne? In dieser Woche auf jeden Fall wieder ein bisschen LS. Ne? Sonntags Hof Bergmann, am Donnerstag DFV. Aber schon ein bisschen eher, um 15.30 Uhr schon. Und mal gucken, vielleicht die Woche. Ja, ich glaube, das wird dabei bleiben bei LS. Haben wir noch Death Stranding am Mittwoch im Angebot. Vielleicht schaffen wir es ja sogar durchzuzocken. Ich denke mal schon. Und dann wieder ab in die Lüfte am Freitag auf den Sim-Freitag. Vielleicht noch ein bisschen was anderes danach. Schauen wir einfach mal. Da freue ich mich schon auf das neue Repaint, was der Andi gebastelt hat. Also nicht Pharma Andi, sondern jemand aus der Com. Ne? Grüße gehen raus. Der hat nämlich ein schönes Livery, also ein schönes Repaint für meine Boeing gebastelt. Ja, dann gucken wir einfach mal weiter, ne? Was denn die Woche sonst noch so bringt. Vielleicht zocken wir noch eine Runde Bausi. Satisfactory auf jeden Fall am Samstag wieder mit dem Joe. Vielleicht danach noch ein bisschen was anderes. Wir gucken mal, ne? Was wir in dieser Woche soweit schaffen. In der nächsten Woche ist dann Halloween-Stream. Und auch ein Special-Stream am 4.11. Bisschen Technik. Bisschen zocken. Neue Hardware testen. Wird auf jeden Fall richtig gut werden. Da freue ich mich auch persönlich schon sehr drauf. Ansonsten müssen wir irgendwann nochmal die Sticker kleben in dem Stream. Das werden wir auf jeden Fall auch nochmal machen. Also ihr seht schon, ne? Wir haben jede Menge vor. Leider hat der Tag nur 24 Stunden. Sonst würde man dann noch mehr machen. Ne? Sehr gut. Dann drehen wir gleich mal. Tipptopp. Ach, herrlich. Guck mal, wie schnell das hier geht vonstatten. Ne? Ach, Schwaden müssen wir gleich erstmal noch, ne? Stimmt, Schwaden werden wir, bevor wir Ballen pressen. Das müssen wir auch noch tun. Ich weiß gar nicht, was für ein Schwade hatten wir denn da? Da muss ich gleich nochmal gucken. Stimmt, wir müssen das Ganze ja noch in Schwad ablegen, bevor wir überhaupt anfangen mit Pressen. Den Zwischenschritt habe ich jetzt komplett vergessen, weil ich ansonsten immer nur mit Silage zu tun hatte in letzter Zeit. Also eher weniger Heu gemacht habe. Im DFV. Gut. Naja. Dann werden wir die Woche auf jeden Fall, denke ich mal, nicht durchkommen. Weil pressen müssen wir auch noch. Und, ja, aber wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. Deswegen ist das nicht so schlimm, würde ich sagen. Juti. Drehen wir auch mal hier. Weil das Wendemanöver übrigens macht ihr mit Alt A oder Alt D, links für links und rechts. Braucht ihr halt VCA dafür. Findet ihr natürlich auch in der im Mod-Hub mittlerweile. Die aktuellste Version gibt es immer im GitHub. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile im GitHub eingestellt wurde. Das weiß ich leider nicht. Gucken wir mal. Heben wir den Spaß jetzt hier nochmal aus. Beziehungsweise, ach nee, komm, wir können die Bahn auch nochmal komplett durchfahren, weil ich hier noch ein Stück vergessen habe zu wenden. Wird das Wetter denn nochmal besser heute? Wir gucken mal hier rein. Wo ist es?
da. Ab 16 Uhr hört es auf zu rechnen. Naja gut, 2 Stunden noch. So, den Rest können wir jetzt gleich manuell fahren. Machen wir mal raus hier, das VCA. Und dann fahren wir den Rest nochmal komplett manuell, immer wie ich sage. So. Fahren wir mal hier. Dann drehen wir gleich hier, fahren die Bahn auch nochmal quer. Dann noch einmal rauf, einmal runter. Und dann sollte das mit dem Wenden soweit funktioniert haben. Sehr schön. Gut. Ach, guck mal, da vorne habe ich noch was vergessen. Ja, ab und zu bleibt immer so ein bisschen, so ein paar Sachen, wenn man jetzt nicht mit dem VCA fährt, manchmal ein bisschen liegen. Das ist aber nicht schlimm. Das kriegen wir ja relativ fix korrigiert. Fahren wir hier nochmal einmal ein bisschen rum und dann da oben. Und dann haben wir die Heuarbeiten, ja, oder die Wendearbeiten soweit abgeschlossen. Gut. Dann fahren wir wieder hoch hier zu unserer Einfahrt. Wir werden das Fahrzeug dann dort, beziehungsweise den Heuwender, einmal hinstellen. Mittlerweile auch ein bisschen Licht angemacht, damit das Ganze dann auch ready ist. Den parken wir mal kurz, machen mal kurz einen Screen und dann holen wir uns den Schwader. Wupp. Auf jeden Fall ein cooles Gerät. Ne? Der 930er Vario mit Fend One. Ne? Ist, glaube ich, eine Ausstattungslinie, wenn ich das richtig verstanden habe. Also von der Innenausstattung hat er das Fend One-System verbaut. Ne? So. Einmal das. Einmal das. Gut, dann können wir den Spaß einmal abkoppeln. Und fahren einfach mal zurück zum Shop und wir werden dort dann den Schwader abholen. Sehr schön. So, einmal runter hier. Wieder quer über die Straße und die Wege sind hier richtig eng. Ne? Also da muss man wirklich aufpassen. Ich finde den Fend sogar einen Tacken zu groß hier. So ein 700er hätte durchaus ausgereicht. Aber wir sind ja nicht bei Wünsch dir was. Ne? Man muss das nehmen, was man hier von den Aufträgen bekommt. Und ich finde auch gut, dass die DLCs damit eingebunden werden. Mods eher weniger, es sei denn, es wird vom Map-Bauer quasi hinterlegt, weil das auch viele gefragt haben, ob auch Mods in den Aufträgen hinterlegt werden. Standardmäßig nicht, es sei denn, der Map-Bauer hat es irgendwie dort hinterlegt. Ich glaube, das wäre möglich. Rein technisch zumindest. So, da sind wir wieder on the street again und fahren einfach mal zurück. Holen unseren Schwader ab. Ich weiß gar nicht, welchen ich da hatte. Hatte ich den auch von Fermier? Ich bin mir gar nicht sicher. Da kommen wir dann bald irgendwann hier beim Shop wieder an. Müssen wir gleich hier einmal links raus. Kurz nochmal nach rechts gucken, da ist alles frei. Dann fahren wir hier direkt rüber. Wir werden natürlich verfolgt von Autos, ne? Auf der Map. Und ich finde die Map immer noch wirklich sehr schön, ne? Also landschaftlich eine der schönsten Maps. Und auch von den jeweiligen Bauten ist es schon recht schön hier. Ach, guck mal, Ladewagen. Ach, das Teil haben wir. Stimmt, da kann ich ja schön die Schwad links und rechts ablegen. Von Kuhn, glaube ich, war das, ne? Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ach, jetzt bin ich ja am Shop vorbeigefahren. Oh, nee. Ach, ich hätte da reingemusst. Einmal drehen hier bitte. Das kommt immer, wenn man im Gedanken ist. Und schon 2 Schritte weiter vom Kopf her. So, wir hätten hier vorne links reingemusst. Na ja gut, fahren wir nochmal eine Ehrenrunde hier im Kreisel. So, sehr gut. Und jetzt haben wir das Gerät gleich. Ich weiß gar nicht, was da für eine Breite hat. Müssen wir uns gleich mal angucken. So, da ist die Selbstfahrpresse. Die ist auf jeden Fall richtig cool. Also ich mag die. Ich
finde die richtig klasse und ich finde auch gut, dass die für den Auftrag ausgewählt wurde. Müssen wir natürlich dann nochmal konfigurieren, wegen der Ballengröße. Kuhn Merch Max ist auf jeden Fall eine Standard-Schwader, der dort verwendet wird. Wir machen mal die Rundumleuchten an, weil das Ding ist ja schon übermäßig breit. Und begeben uns dann mal wieder zur Wiese. Die ist ja nicht wirklich weit weg hier von unserem Shop. Finde ich auch gut, dass alles hier so ein bisschen nah und zentriert ist und wir jetzt nicht irgendwie 3 Stunden hier über die Map fahren müssen. Aber manchmal ist das so, ne? Da bringt man die ganzen Geräte dann dorthin und hat dann auch weitere Wege zu fahren oder auch größere Dinge, die man da machen muss. Da ist das Ding. Da holen wir das einmal ab. Ich weiß gar nicht, was das für eine Breite hat. Man kann aber auch verschiedene Schwartmodi, ich glaube Mittel, Links, Rechts und so weiter ablegen. Das werden wir dann in der nächsten Folge auf jeden Fall testen. Und ich würde sagen, liebe Freunde, das soll es dann für heute erstmal wieder gewesen sein mit einer weiteren Folge zur Italia-Map. Nächste Folge gibt es dann wieder am Donnerstag. Ich wünsche euch allen noch einen angenehmen Dienstag. Lasst es euch gut gehen. Bedanke mich fürs Einschalten und sage mal, ja, bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.